Um Spaß zu haben oder andere zu verblüffen, braucht man nur einen Styroporball, einen Strohhalm mit Knick und viel Luft. Schauen Sie. Gut, der Luftstrom drückt den Ball nach oben, aber schauen Sie nochmal. Der Ball schwebt schräg. Das lässt sich mit dem Bernoulli-Effekt erklären. Dieser Effekt veranlasst den Styroporball ständig in der Mitte des Luftstroms zu schweben. Würde der Ball nach einer Seite ausbrechen, so kann dort die Luft nicht mehr so leicht vorbeiströmen und es entsteht ein Überdruck, während auf der gegenüberliegenden Seite die Luft schneller vorbeiströmt und ein Unterdruck entsteht. Dadurch wird der Ball wieder in seine ursprüngliche Position zurechtgedrückt. Dieses Experiment funktioniert am besten mit einem Styroporball. Er ist so leicht, weil das Material zu 98% aus Luft besteht. Wenn ich den Ball einmal nicht mehr brauche, kann ich ihn mechanisch oder chemisch wiederverwerten. Am häufigsten ist in Österreich die Methode des mechanischen Recyclings. Dabei wird Styropor gemahlen und in weiterer Folge mit Zement und Wasser vermischt. Und so entsteht Styroporbeton. Und wenn es genügend Styroporabfälle gäbe, könnte man sie auch noch chemisch recyceln. Dazu folgendes Experiment. Taucht man Styropor in Aceton, wandert die Luft raus. Der reine Kunststoff bleibt dabei erhalten und kann wiederverwendet werden. In Sachen Altstoffverwertung sind die Österreicher geradezu Musterschüler. Während die Recyclingquote von Altglas bei sehr guten 85% liegt, werden die Styroporabfälle bis zu 97% einer sinnvollen Verwendung zugeführt.